Na denn, ich habe hier ganz einfach mal die ganze Sache so aufgebaut, wie ich es schon in dem Theorievideo gezeigt habe. Und ich habe hier dieses Potentiometer. Ich habe das als Spannungszähler geschaltet. Hier an der Mitte wird abgegriffen, oh hier, wird abgegriffen die entsprechende Schleiferstellung. Und die Schleiferstellung sagt dann entsprechendes Spannungsverhältnis zwischen den beiden Widerständen aus. Aber könnt ihr dann bei Potentiometer nachgucken. Hier ist der Transistor mit Kühlkörper. Das ist noch ein Germanium-Transistor, ein PNP, aber das ist vollkommen egal. PNP habe ich deswegen genommen, weil hier die Schwellspannung von 0,3 Volt günstig ist. Hier habe ich die Basisspannung gemessen. Also hier habe ich einen Vorwiderstand zur Sicherheit, wie alles schon beschrieben. So, jetzt wackelt hier die Anzeige schon ein bisschen hin und her. Und ich werde mal Folgendes machen. Ich drehe jetzt mal ganz langsam die Spannung hoch, die Basisspannung hoch. Und wir beobachten mal die Glühlampe. 0,1, 2,1 Volt, noch nichts. Jetzt fängt sie an zu glimmen. Also schon bei, hier fängt sie gerade an zu glimmen. Ich weiß nicht, ob man es dann im Video sieht. Bei 0,23 Volt statt 0,3 Volt geht das schon los. So, und jetzt kann ich hier hochdrehen. 0,27 Volt, ich habe es schon heller. 0,28, 0,29, 0,30. Es wird noch heller. Und jetzt kann ich drehen, wie ich will. Jetzt bin ich bei 0,32 Volt Basisspannung angelangt. Jetzt kommt das Interessante an der ganzen Geschichte. Ich kann einfach weiter drehen, aber es wird nicht heller. Die Basisspannung steigt noch ein kleines bisschen, aber ich kann weiter drehen, weiter drehen. 0,36 Volt, es wird nicht heller, wird 0,37 Volt, 0,38. Das Maximum, das heißt also, ich habe hier 0,41 Volt anliegen. Das stimmt aber nicht ganz, denn wenn ich mal die Basis wegnehme, liegt hier wesentlich mehr an. Nämlich fast 6 Volt, hier über den Vorwiderstand. Müssen wir dann klären. Das heißt, der Transistor hat hier irgendwie etwas mit der Spannungsteilung gemacht. Ne? Das werden wir uns aber dann in der Theorie nochmal angucken. Ich bin bei 0,51 Volt, mehr geht beim besten Willen nicht. Das müsste eigentlich genügen. Ich gehe nochmal zurück. Und jetzt, na, jetzt wird es erst dunkler. Bei 0,33 Volt ungefähr. Und jetzt habe ich hier einen gewissen Regelbereich. Der liegt so ungefähr zwischen 0,33 Volt und 0,24, 0,25 Volt, 0,22 Volt, vielleicht 0,24 bis 0,33 Volt kann ich noch regeln. Das heißt, hier reagiert der Transistor und hier ist er, man sagt auch voll durchgesteuert. Egal, was ich mit der Basisspannung gemacht habe. Den Basisstrom jetzt hier zu messen, würde die ganze Sache sehr wackelig und ich habe das hier mit dem anderen Ampermeter dann mal gemacht. Gibt eine interessante Geschichte dabei. Ihr werdet staunen. Gut, das mag jetzt mal hier genügen. Also ich denke mal, mehr kann man dazu nicht machen, als das nochmal auf diese Art zu unterlegen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Das hat euch irgendwie eine neue Erkenntnis mitgebracht und unterstützt die Theorie. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.